Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Legenden Arceus. Wir sind im Besitz des Urball. Und damit können wir unter Umständen ein Dialga fangen. Man weiß es nicht, aber steht da zumindest. Ist es quasi der erste Meisterball, den es gibt? Ich glaube, die Frage habe ich schon mal gestellt. Gut. Wir starten nicht mit Palkia, würde ich sagen, sondern mit Ursaluna. Ja, ich glaube das nicht. Ich würde sagen Elektroball, genau, vielleicht können wir es paralysieren. Aber genug geplant, es geht los. Ich dachte lange Zeit, dass ich alles Fremde aus dem Dorf räumen muss, um Jubeldorf zu beschützen. Ob nun das Pokémon des Tempels oder dich. Doch du hast mir entschlossen gezeigt, dass meine Überzeugung falsch war. Bist du bereit, dich mit derselben Entschlossenheit in den Kampf zu stürzen? Ich bin bereit. Shawny, dein Platz hat dich gefunden. Was soll das denn bedeuten, hä? Das ist eine alte Redensart des Perlclans. Will meinen, für jeden, dem eine wichtige Aufgabe zugeteilt wird, gibt es den richtigen Ort, sich ihr zu stellen und sich zu beweisen. Mit anderen Worten, man soll keine Angst haben. Ich muss zugeben, dass ich langsam bestimmte Aspekte deines Clans zu schätzen lerne. Wir werden dir zur Seite stehen. Komme, was wolle. Auch wenn ich nicht glaube, dass du unsere Hilfe benötigen wirst. Die Menschen und Pokémon von Hisui zählen auf dich, Shawny. Beschütze Raum und Zeit. Das habe ich vor. Das ist mein Plan. Da ist es. Was soll ich mit dem Hyperball bitte? Was mache ich denn da? Oh, ach so, ich rufe direkt Palkia, ich verstehe. Ja, und das habe ich mit dem Hyperball gefangen, das ist richtig. Okay, was ist jetzt passiert? Palkia? Geht's dir gut? Ich hoffe ja. Okay, wir müssen definitiv mit Palkia kämpfen. Was? Was ist das zur Hölle? Was ist das? Ach du Kacke. Was ist mit Dialga passiert? Ich mein. Oh, was zum. Oh, was? Zur Hölle. Was passiert? Oh, weg! Oh Gott, ich muss. Gott! Ich muss jetzt verstehen, was hier passiert. Aber ernsthaft, wie sieht das Pokémon denn aus? Sein Schweif und seine Füße. Die Füße erinnern mich ein bisschen an. Hier, ne? Ein Metagross oder so. Oh, was machst du denn da mit mir? Okay, ich muss zuerst lernen, wie es funktioniert. Ich bringt das gar nichts, wenn ich ihm das Zeug da in den Kopf werfe. Bitte greif nicht an, ich muss zu Kräften kommen. Ich konnte mich nicht regenerieren. So, jetzt da rausgehen. Hier kurz in Deckung gehen und warten. Nein. Ich heile mich nicht, irgendwie. Warum heile ich mich nicht? Das ist nicht gut. Heilen. Oh Gott, der lässt mich nicht zur Ruhe kommen hier. Nein. Gott, ich werde gleich sterben. Ich darf nicht so nah dran stehen. Jetzt portet es dich gleich wieder zu mir, oder? Und was macht es jetzt? Oh Gott, ich muss es abwerfen, oder? Komm schon. Ja, und ich bin tot. Ich war zu nah dran.
Sehr viel Spaß. Dir wird schwarz vor Augen, ja. Erneut versuchen? Nö, keine Lust mehr. Kampf neu starten, ja. Ich werde nicht die Energieleiste übernehmen. Das wäre total lame. Ich wurde zu Beginn überrumpelt, muss man sagen, von dem, was da alles passiert ist. Nein! Gott, wie soll ich denn dem entkommen? Ernsthaft? Wie gesagt, ich kann mich irgendwie nicht regenerieren. Das ist ja das Hauptproblem. Ich mache gut Schaden, glaube ich. Was heißt Schaden? Warum kann ich mich nicht heilen? Das ist so das Hauptproblem. Setzt der Draco-Meteor ein, oder was? Ja, wenn es sich nicht zu mir portet und ich aus der Entfernung das Zeug sehe, kann ich damit umgehen. Ich frage mich, ab wann ich ein Pokémon einsetzen kann. Ja, irgendwie habe ich es überlebt. Was kommt jetzt? Wieder sowas hier? Okay. Wenn mir das passiert, kann ich relativ gut... Oh Gott, ich wollte schon sagen. Ich bin zu nah dran. Okay, sobald es sich zu mir portet, muss ich einfach nur springen. Weg! Nein! Ach Gott! Ich werde nochmal sterben. Oh Gott, jetzt muss ich bestimmt werfen. Und nochmal. Okay, jetzt kämpfen. Feuer. Warum nicht? Warum hat's nicht geklappt? Warum konnte ich... Warum konnte ich denn nicht? Habe ich falsch geworfen oder was sollte das gerade? Oh Gott, was passiert hier? Wenn ich es anvisieren will, dann passiert was nicht Gutes. Ich muss da weg. Wirklich nicht so scheiße langsam, Idiot. Weg da. Ich habe gerade die Hälfte, ohne dass ich gekämpft habe. Ich bin auch gleich tot, ne? Das muss man auch betrachten. Geh doch da raus, Mensch. Was ist das? Nein. Nein. Jetzt zieh dich den Rand an von meinem Bild. Ich bin gleich tot. Ich weiß, wann ich angreifen könnte, theoretisch. Was macht das jetzt? Oh, was? Was war das denn gerade? Was sollte das für ein Angriff sein, bitte? Ja, Gott. Weg. Wie kann ich... Was? Wie kann ich da ausweichen? Ich bin tot. Ich wollte wieder zu viel. Kriege ich keinen Tipp oder so? Nee, scheinbar nicht. Wie kann ich dem Angriff ausweichen? Ich muss auf jeden Fall angreifen können. Okay, Palkia ist an der ersten Stelle. Das ist gut. Okay, okay. Beginn mit deiner Scheiße da. Feuer. Feuer. Stelle ich mich hier hin? Ich kann wieder frisch, fröhlich Zeugs nach dir werfen. Oh, oh, weg! Raus da! Idiot! Jetzt kommt was anderes, jetzt kommt das, ja. Nochmal. Okay, da kann ich ja ausweichen im Prinzip. Machst du jetzt deinen Ultra-Move-Dings da? Weg! Da kann ich ausweichen. Ein bisschen. Was macht er jetzt? Da wie diese Scheiße da. Ich mache nicht mehr so viel Schaden. Ich meine, ich mache nicht mal Schaden an sich, aber... Steht ihr? Zuvor kam ich doch ohne Probleme bis zur Hälfte. Oder nicht?
Das kann ich. Darf aber nicht zu nah dran stehen. Optimalfall. Mach jetzt eine Lade-Dings-Attacke da. Ja, genau das. Einfach nur viermal treffen und zwar schnell. Vielleicht noch ein fünftes Mal. Gut, nee, jetzt aber. Palkia, los geht's. Oh, es ist anstrengend hier. Oh, es ist anstrengend hier. Okay, Kampf. Ich würde sagen... normale... Erd. Nee, Raumschlag, komm. Hau rein! Oh, es macht kein Damage. Und Seiten... Oh, nein. Ja, toll. Toll! Rosaluna, du bist dran. Oh, was hat das jetzt für ein Typ? Ist nicht mehr vom Typ Drache? Weil es so verändert ist? Ich habe keine Ahnung. Wir machen die Pferdestärke. Hau drauf, Rosaluna. Ich gehe schon mal in die Nähe. Ja, perfekt. Um Bälle zu werfen. Oh mein Gott, es reicht. Es klappt sehr gut. So, Moment, aber bevor es jetzt weitergeht. Oh Gott, meine Controller vibrieren. Das macht mir ein bisschen Angst. Werde ich jetzt, auf jeden Fall. Ich habe ja Zeit, oder? Das Vibrieren, das nervt mich ein bisschen. So, dass Palke wieder bereit ist. Palke ist an der ersten Stelle, das ist gut. Okay, immer in Bewegung bleiben. Das ist alles tödlich hier. Das ist alles tödlich. Ich darf hier nicht versuchen, Opfergaben zu werfen. Oh oh, oh oh. Lass doch das jetzt mal! Hier, frisst das. Das sollte ich nicht machen. Scheiße, das kann's. Komm schon, viel fehlt doch nicht mehr. Da. Wenn wir so ein bisschen einmal kurz werfen, das geht ja. Das bringt aber so gut wie nichts. Nein! Nein, oh nein, jetzt kommt die Scheiße, oder? Wo ich so oder so getroffen werde. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Kriegen wir hin. Nein! Wie auch immer ich da jetzt nicht getroffen wurde. Na, nein, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich werde da getroffen. Ich werde. Ich kann nichts anderes machen. Seht ihr? Ich... Und wieder tot. Ach Gott. Ich will das nicht mehr viel. Wirf doch! Gott, ich bin gleich tot. Noch ein... Oh, 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 shit. Nein! Nein! Komm schon! Okay. Was? Ich muss gar nicht mehr kämpfen. Oh Gott. Das war jetzt ein bisschen ein Problem. Okay, und der Urball. Das war jetzt ein bisschen heftig gerade. Das war doch noch scheiß knapp. Ich habe nicht ganz verstanden, wie ich diesen Explosionsangriff da ausweichen kann, aber... Bleib zu, du Ball. Ich glaube, wir haben's. Was ist das für ein Licht? Oh, es hat funktioniert. Der Himmel ist wieder da. Was ich mich jetzt gerade frage, ist das jetzt hier ein Hisui Dialga? Und hätte man auch einen Hisui Palkia bekommen können, irgendwie? Wenn ich mich für Diem entschieden hätte, statt für Perla oder so? Ich habe keine Ahnung. Kann alles sein. Hat er es wirklich gefangen? Ich bilde mir das nicht ein, oder? Er hat es tatsächlich gefangen, nicht wahr? Ja klar, aber nicht ohne diesen tollen Ball. Ohne den hätte ich es nicht geschafft. Yes, dank des Urballs ist es ihm tatsächlich gelungen, das Pokémon zu fangen. Nicht, dass ich etwas anderes von Johnny erwartet hätte, ja, ja. Puh. Das war absolut fantastisch. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Was hat der denn jetzt?
Sieh einer an. Selbst Expeditionsleiter Denbuku muss zu solch einem Anlass ein Tränchen verdrücken. Oh, ein überaus seltener Anblick. Was denn? Ach so, hat ihn eingeklatscht. Aua, was sollte das? Jetzt kann ich mir zumindest sicher sein, dass ich nicht träume. Hört hier! Diese Aufgabe war etwas, dem wir alle nicht gewachsen waren, doch gemeinsam sind wir über uns hinausgewachsen und haben sie bewältigt. Die Hauptaufgabe hatte ich, würde ich mal sagen, aber ist okay. Wie mir scheint, gibt es jetzt nur noch eines zu tun. Ein Fest. Wir werden ein Fest veranstalten. Versammelt alle Mitglieder eures Clans. Das wird das größte Fest, das Shisui jemals gesehen hat. Wir sollen zusammen mit dem Diamantclan feiern? Feiern mit dem Perlclan? Naja, immerhin hat sich herausgestellt, dass niemand von uns ein falsches Sinnoh verehrt hat. Die Zeiten, in denen wir uns darüber streiten, wer im Recht ist, sind Geschichte. Unsere Vorfahren werden wohl sehr überrascht, uns so einig zu sehen. Aber das ist vielleicht der beste Weg, den Ort, an dem wir alle leben, zu beschützen. Nun lasst uns feiern! Feiern wir den Anbruch eines neuen Zeitalters für alle Bewohner der Hisui-Region. Yeah, feiern! Woohoo. Party! Aber warum hat sich das Dialga verändert? Irgendetwas ist da. War das Arceus, das Dialga verändert hat? Wie, das war's? Pokémon-Legenden Arceus, das war's? Oh, die gehen jetzt wirklich feiern und das war die Story. Oh, verstehe. Das hört jetzt ziemlich rasant auf. Ich meine, das Finale war schon cool, ja. Aber... Ich weiß nicht. Ich meine, der in Anführungszeichen Kampf, der war jetzt nicht leicht. Der war schon schwieriger als gegen die anderen Könige und Königinnen. Aber... Ich weiß nicht. Vielleicht ein richtiger Kampf oder so wäre halt auch noch cool gewesen. Aber es ist halt ein neuartiges Pokémon-Spiel, sag ich mal. Es gibt noch viel für uns zu tun, auf jeden Fall, aber die Story scheint vorbei zu sein und deswegen kann ich erstmal ein Resümee abgeben. Ich hab's schon oft erwähnt, das Spiel möchte sein wie Breath of the Wild. Merkt man, aber es ist es nicht. Es ist es einfach nicht. Es gibt so viel, was man noch hätte verbessern können und uns ja halt auch ähnlich machen wie im Zelda-Spiel. Natürlich soll es kein Zelda-Klon sein und so ist alles klar, aber ein paar Dinge, naja. Aber man sieht auch relativ viele Gemeinsamkeiten, die, ja, besonders mir auffallen. Ich meine, das Nervigste an diesem Spiel könnte sein, die Pokédex-Einträge zu vervollständigen. Ungefähr so nervig wie in Breath of the Wild zum Beispiel, von allem und jedem ein Foto zu machen, von jeder Pflanze, von jedem Stein und so weiter. Das, ja, ist eine Ähnlichkeit. Eine weitere Ähnlichkeit, wie ich finde, man muss ja hier die Könige beruhigen. Ganz ähnlich, wie man die Titanen in Breath of the Wild beruhigen muss, ja. Außerdem, die Crocs sammeln in Zelda. Ich meine, da gibt es noch viel mehr als hier diese Geisterlichter. Aber es ist auch eine Parallele, die mir aufgefallen ist. Wie gesagt, es gibt nicht so viele Geisterlichter, aber ein paar werden bestimmt auch nervig zu finden. Und ja, ihr versteht, was ich meine. Das Ganze ist wunderschön aufgebaut. Ist mal was Neues, kann man auf jeden Fall machen. Aber... Ich weiß nicht. Das Kämpfen an sich, ja, mit dieser Reihenfolge da, was auch die Kampftechnik und Tempotechnik einschließt, das finde ich ein bisschen gewagt, würde ich sagen, weil man ist sich gewohnt, okay, rundenbasierend, das Pokémon mit mehr Initiative, das kann zuerst angreifen, dann das andere und so weiter. Daran hätte man jetzt nicht unbedingt was ändern müssen, finde ich. Aber, wie gesagt, es hat noch was Neues. Die Story an sich, ja, wir verfallen in eine Welt in der Vergangenheit, kriegen da eine Aufgabe mit dem Vervollständigen des Pokédex und so rutscht man langsam sicher in die Story der Könige und Königinnen. Und ja, wir haben jetzt zwar
alle Könige und Königinnen beruhigt. Der Himmel ist wieder normal. Hisui geht's wieder gut, nehme ich an. Aber warum diese Blitze auf einmal aus dem Himmel geschossen sind? Was dieser Riss im Raumzeitgefüge am Himmel genau bedeutet und was es damit auf sich hat, das wissen wir alles noch nicht. Und deswegen glaube ich, kommt jetzt noch sehr, sehr viel. Nämlich erstmal der Ende des Abspanns, ja. Und dann, wie gesagt, glaube ich, gibt es noch sehr, sehr viel zu tun für uns. Aber wir haben die Story gemeistert. Danke, dass du uns auf diesem Abenteuer begleitet hast. Schickes Bild, schickes Bild. Schickes Bild, das jetzt schon wieder weg ist, ohne dass ich was gedrückt habe. Naja, sei es drum. Dein Arceus-Phone scheint auf irgendetwas zu reagieren. Oh, was denn jetzt? Begegne allen Pokémon. Ich muss ja nur allen begegnen, theoretisch, oder? Aber ja, das ist jetzt scheinbar... was passiert jetzt alles? Was ist da oben das Gegenstück? Was bedeutet das alles? Man weiß es nicht. Verlasse dein Quartier. Jetzt haben wir genächtigt und alles und... ja. Möchte ich noch irgendwas anderes anziehen? Hm, vermutlich nicht. Aber ich werde mir irgendwann was Neues kaufen gehen, weil... dieses Outfit, ich weiß nicht. Ich fühle es nicht so sehr. Aber gut, Leute. Das war's mit Pokémon-Legenden Arceus. Mit der Story, versteht sich. Alles andere werde ich jetzt in Angriff nehmen. Aber nicht mehr heute, denn für heute war es mit Pokémon-Legenden Arceus. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.